Und wisst ihr noch, als es in unseren Publikationen kaum Bilder gab? Und die wenigen, die es gab, waren zweifarbig, meistens schwarz-weiß. Heute wird unsere geistige Nahrung durch viele bunte Bilder noch ansprechender. Herzlich willkommen und grüß Gott auf meinem Traumaweltkanal. Ja, wir sind im dritten Teil meines Unter der Lupe vom Broadcasting November 2021 und wir sind immer noch in der Argumentationskette von Mr. David Splane, der uns sehr beweisen möchte, dass alles von Kupfer zu Gold wurde, sprich, dass es in Jofas Organisation stetig Verbesserungen gab. Wie ihr in Teil 1 und 2 vielleicht schon gesehen habt, wenn nicht, die Playlist ist da oben, dann war die bisherige Argumentationskette nicht wirklich überzeugend, wenn man nämlich weiter in der Literatur nachforscht, nämlich in den Wachtürmen, die euch oder der Allgemeinheit nicht mehr zugänglich sind von 1932-33. Das ist nämlich schon mal beispielsweise die ältesten Regelungen, dass es die schon mal gab unter Bruder Russell und Rutherford die eingestampft hat, wahrscheinlich aus persönlichen Gründen und sie 71 wieder rausgeholt wurde und jetzt uns als Gold verkauft wurde, als eine Verbesserung, obwohl es sie doch schon mal gab. Das ist dann ja irgendwie so Rolle rückwärts. Aber gut, sei es drum. Wir haben auch gecovert, dass das Religionsrecht immer besser wird, nämlich für die Organisation der Jehovaszeugen, aber nicht unbedingt für die Mitglieder, das war im Teil 2. Und jetzt im dritten Teil haben wir noch einiges zu covern. Erschreckend, wie der Herr Splane sich dort auslässt und wenn man das mal im Detail betrachtet und die Hintergründe, was sich da für Abgründe auftun. Deswegen, ihr könnt gespannt sein. Jetzt zu dem ersten Argument, was er brachte. Ja, es gab zwei oder immer wieder dass die Literatur schwarz-weiß war und dann bunt. Daran erinnere ich mich auch noch, ihr vielleicht auch, mein erstes gelbes Geschichtenbuch. Ja, da waren 4 Seiten in Farbe, wobei das war immer so seltsame Farbe und dann 4 Seiten schwarz-weiß. Das lag von der Druck- und Faltungstechnik her. Und ja, es ist alles besser geworden. Und ich finde es interessant, dass er jetzt auch gleich im Weiteren, achtet mal drauf, seinen Zuschauern verkaufen möchte, dass technische Errungenschaften, die ja für alle Menschen zum Vorteil geworden sind, die letzten 150 Jahre, sagen wir mal, dass das ganz besonders für Gottes Volk und auf Jehovas Segen zurückzuführen ist und das auch ein Indiz von Kupfer zu Gold ist. Finde ich etwas seltsam. Gehen wir gleich noch mal ganz kurz rein. Schauen wir uns mal weiter an, was Mr. Splane sagt. Und wer damals nicht gerade in einer englischsprachigen Versammlung war, erinnert sich vielleicht noch daran, dass man auf anderssprachige Publikationen manchmal jahrelang warten musste. Bei Studienartikeln waren es mehrere Monate. Das stimmt, es dauerte früher mehrere Monate, bis der Wachturm Englisch dann auch ins Deutsche in Wuppertal übersetzt wurde. Aber das ist ja so lange her, oder? Warte, wann war die neue Weltübersetzung? 2013 kam die im Englischen raus, stimmt. Und wann haben wir sie im Deutschen bekommen? War das nicht 5 Jahre später, 2018, 19, wo Bruder Lösch sie freigegeben hat mit einem großen Event in Selters? Wieso hat das 5 Jahre bitte gedauert, diese neue Weltübersetzung erneut zu übersetzen an der Stelle? Kann das mal einer erklären? Meine, vielleicht gibt es ja irgendwie den Betel oder aus der Übersetzungsabteilung, die das wissen. Ich habe damals mit denen telefoniert und versucht, das rauszukriegen. Haben sich alle sehr stark in Schweigen gehüllt. Sei es drum, könnte es vielleicht daran liegen, dass man die ganzen Manipulationen, die in der neuen Weltübersetzung Stand 2013 drin sind, im Deutschen möglichst gut kaschieren wollte? Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, da ist ein Thumbnail oder beziehungsweise eine Playlist von die neue Weltübersetzung unter der Lupe Manipulationen der neuen Weltübersetzung. Das ist ein Konglomerat beziehungsweise eine Gemeinschaftsarbeit mit euch, mit den Zuschauern, als dass wir Bibeltexte vergleichen mit anderen Übersetzungen oder die neue Weltübersetzung mit sich selbst. Ja, das gibt es auch. Und wir aufzeigen, dass diese mit Intention manipuliert wurde. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Aber gehen wir mal weiter. Wir hören Mr. Splane zu, was er noch auszuführen hat. Den Zweigen war es damals nicht möglich, zeitgleich zu veröffentlichen. Woran lag das? Zunächst wurde den Zweigen das Übersetzungsmaterial zugeschickt, auf dem Postweg. Und wenn die Übersetzer eine Frage zum Text hatten, was haben sie dann gemacht? Sie schickten auf dem Postweg ihre Frage an die Weltzentrale. Und dann kam eine Antwort. Wieder auf dem Postweg. Dieses Hin und Her hat natürlich gedauert und in manchen Ländern war die Post sehr langsam.
Inzwischen haben unsere Brüder spezielle Computerprogramme entwickelt. Außerdem gibt es jetzt die Möglichkeit, elektronisch zu kommunizieren. Das hat dazu beigetragen, dass Literatur in fast allen Zweigen gleichzeitig erscheint. Wirklich eine Verbesserung. Hat Mr. Splane gerade versucht, uns zu erklären, dass alles besser wird für die Organisation, weil man jetzt untereinander kommunizieren kann und nicht mehr alles über den Postweg erläuft? Wie funktioniert denn die Kommunikation untereinander? Ja, über das Internet. Und wenn hier jemand oder etwas gepriesen werden muss, nicht die Entscheidungen der leitenden Körperschaft oder die Entwicklungen, die sicherlich sehr interessant waren, wie das MAPS-Programm, was die Brüder in Zeltas bzw. in New York damals programmiert haben, um simultan übersetzen zu können, was sicherlich ein genialer Streich war. Allerdings müsste man überlegen, warum waren diese Brüder fähig, das zu übersetzen? Sicherlich nicht, weil sie Tischler oder Klempner geworden sind, sondern weil sie sich mit EDV und Computern auseinandergesetzt haben, vielleicht sogar eine höhere Bildung genossen haben, die ja von der leitenden Körperschaft immer wieder so diskreditiert wird. Wer Lob verdient für diese Entdeckung bzw. für diese Überlegung und Erfindung des Internets, ist dieser Herr hier. Das ist der Timothy, einen Moment, ich hab's, Timothy John Berners, ja. Der hat im Zuge der CERN-Entwicklung, der hat fürs MIT gearbeitet und dann für CERN, das ist ja dieser gigantische Teilchenbeschleuniger, der zwischen Schweiz, Deutschland und Frankreich gebaut ist, wo viel geforscht wird. Und der hat damals als Kommunikationsmittel unter den Forschern diese Idee gehabt, das zu machen über das HTML-Protokoll, um besser, effizienter miteinander kommunizieren zu können. Also Hut ab vor diesem Mann, der mittlerweile auch ein Sir geworden ist, denn auch seine Entwicklung, davon saugt jetzt die leitende Körperschaft bzw. die Wachtumgesellschaft, sie saugt die Milch der Nationen, wie es immer so schön heißt, und hat die Möglichkeit deswegen zeitnah zu übersetzen. Tolle Sache. Würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.